Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Heute werden wir ein wenig Fair System Sound Design fahren und werden ein Triebfahrzeug der Baureihe 425 steuern. Und ich habe mir gedacht, wieder so ein wenig realer. So reale Bahnhofsatmosphäre hatten wir schon lange nicht mehr und ja, freut euch auf ein schönes, süßes, kleines Szenario aus dem Hause Fair System und wir werden heute einen Verstärkerzug fahren und ja, wenn das dann jetzt gleich geladen hat, dann werdet ihr auch sehen, was ich meine. So. Es geht los, würde ich sagen. Das Soundsystem wurde aktiviert. Na, das ist doch wunderschön. So, dann erstmal aufrüsten. Ja, das werden wir auch mal tun, würde ich sagen. So, ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt doch hier. Und Türen können wir dann auch öffnen. Genau. Spitzlicht ist auch eingeschaltet. Wunderbar. So, wir fahren heute eine S8, das heißt, S1. Vielleicht gelingt es uns ja, daraus eine S8 zu machen. Das wäre natürlich super. S5. Ich glaube, wobei, nee, das ist das letzte. Schade. Dann bleibt es eine S-Bahn. So, wir stehen hier in Kelsterbach und haben jetzt Ausfahrt. So, nächstes Ziel Frankfurt am Main Flughafen. Auf geht's! Und zwar fahren wir heute in Doppeltraktion. Ein wenig zu schnell.
Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Die Ansagen sind wie aus dem Hause Fairsystem gewohnt natürlich. Wunderschön und super real, muss man wirklich sagen. Also es gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ich spiele sehr, sehr gerne Szenarien aus diesem, von der Firma, von Fairsystem, Sounddesign. Und muss ganz ehrlich sagen, das finde ich immer wunderschön und ist jetzt gerade neu erschienen und habe mir gedacht, es ist doch mal ganz praktisch, sowas Schönes hier zu präsentieren. So, erster Halt, Frankfurt am Main Flughafen. Nächster Halt, Flughafen Regionalbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wenn wir mal einigermaßen ordentlich an dem Bahnsteig anhalten. Und öffne die Türen. So, dann werden wir mal ein wenig. So. Wunderschöner Zug, kann man nicht anders sagen. Terminal Fernbahnhof, der ist natürlich an der anderen Seite. Your Jeans. Ja. Love Pizza? Na, wer tut das nicht? Pizza geht immer, oder? Stimmt hier zu, mit Sicherheit. So, nächster Halt Frankfurt, würde ich sagen. Auf geht's! Ups.
Nächste Station, Frankfurt Gateway. Nächster Halt, Gateway Gardens. Next Station, Gateway Gardens. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. So, danach kommt das Stadion, Niederrad und schließlich der Hauptbahnhof, den wir gegen 5 vor 5 erreichen werden. Wenn nichts dazwischen kommt. Und bis jetzt sieht es gut aus. Aber ich frage mich, wie ich die Instrumentenbeleuchtung hier anbekomme. Raumbeleuchtung. Spitzensignal. Komisch. Wunderschöne Strecke finde ich, außer durch den Tunnel und jetzt raus in Winter Wonderland. Wunderschön. Nächster Halt, Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wunderschön auch immer dieser Gegenzüge. Also KI-Verkehr ist hier genug vorhanden, würde ich sagen. So, mal ein bisschen bremsen hier. So, für alle Fußballfreunde, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, da fährt noch ein schöner Regionalexpress. Schön mit Dostus, wunderschön, wunderschön. So, wir müssen hier mal ein wenig auf die Bank postieren und werden gleich genüsslich die Ausfahrt genießen.
Wunderschön. So, nächster Halt, Niederrad. ICE 3. In Doppeltraktion. Wunderschön. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, öffnen die Türen. Und so sieht es übrigens aus der Passagieransicht aus. Wunderschön. So. Nächster Halt Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, jetzt fahren wir schon über die schöne Brücken. Wunderschön. Wunderschön. So, vorbei an dem ganzen Rollmaterial geht's in den Frankfurter Hauptbahnhof, wo unsere Fahrt schon endet. Und weil das so ein kurzes Szenario ist, werde ich wahrscheinlich das andere noch hinterher schicken. Es gibt ja zwei Szenarien. Es gibt nämlich auch noch eins nach Kelsterbach. Das heißt, wir werden dann gleich von Frankfurt zurückfahren.
wunderschöner ICE. Kommt schon, Leute. Wer von euch auch gedacht, dass wir unten in den Tunnel fahren? Freiwillige vor. Nächster Halt: Frankfurt Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Next Stop: Frankfurt Main Central Station. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. So, schauen wir mal schnell, ob unser Gleis besetzt ist. So, wir stehen hier. Ich bin nämlich gerade leider über ein rotes Signal gefahren. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Das ist 20, oder? Ja. Naja. Ich denke mal, dass wir fahren dürfen. Ich tue es einfach mal. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ja, es ist ja nochmal gut gegangen. Sehr gut. So, werden wir noch ein wenig vorziehen, damit die Leute nicht so weit laufen brauchen. So, ich würde sagen, das reicht. Türen geöffnet. Das war's mit dem kleinen Szenario. Und auch mit diesem Video. Wie gesagt, ich werde jetzt noch den zweiten Teil bis nach Kelsterbach spielen. Und ja, freut euch darauf. Wenn es euch dieses Szenario bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Peters. Ciao, Servus und Tschüss. Und genießt jetzt noch ein wenig die Bahnhofsatmosphäre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.